Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Übrigens ist der Roboter da im Hintergrund richtig cool. Dragon Ball Xenoverse. Wie er da abgeht. Wum, 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 wum. Okay, wir gehen in den nächsten Kampf, den Super Saiyan Angriff. Und nehmen wieder unsere Leute mit. Anscheinend gibt es verdammt viele Leute zum Einsacken, ne? So, ich bin irgendwie recht billig, ne, wenn man sich so mal Son Goku anguckt. Naja, ich nehme mich trotzdem mit, ich mag mich. Son Goku hat sowieso noch nicht einen Super Saiyan drauf, deswegen, was soll's. So, Vegeta ist ganz gut. Und wir nehmen mal Tenshin Han mit. Besiege Raditz, Nabba und Vegeta. Geht klar. Let's go. Und was mit dem Pflanzenmann? Da war keine Rede von. Alter, Raditz! Lass mich doch erstmal den Pflanzenmann fertig machen, ja? Der haut ab! Na toll, ich gehe da wieder mal mitten rein, ey. Nee, X haben wir schon immer gemacht, ne? Ach so, doch, wir haben beide schon gemacht, okay. Alles gar kein Problem. Nein, nein. Oh Gott, ich hab's verkackt. Einmal verklickt, weißt du, schon ist alles für den Arsch. What the fuck? Ach komm, ich hasse das. So eine Fähigkeiten sind echt dreckig. Kannst du dich dem gar nicht nähern, ey. Hey, ich hab den Stein kaputt gemacht. Faszinierend. Damn it! Me defeated! How? Wer bist denn du? Hey! Du wurdest von einem Zeitsoldaten in Ausbildung herausgefordert. Ja, okay. Ja, danke, dass du mir erstmal ein bisschen Zeit gibst, Luft zu holen, ey. Natürlich wegen dem so viel Leben. Ja, ich hab auch gar kein Leben. Eieiei. Materialobjekt. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Der Stein? Okay. Ich verstehe. Komm, laufen wir mal zum anderen Stein. Was ist noch was in der Nähe? Nein, gut. Ach, da bist du ja. Schon wieder Pflanzenmänner. Was zum... Ich hoffe, mich zu verarschen. Das ist dafür, dass du mich gerade getroffen hast. Okay, wir kümmern uns um Nappa. Autsch. Dann halt zuerst den Kleinen hier. Alter Nappa. Ich wollte nie was von dir. Ich will nur den Kleinen hier fertig machen. Jetzt kümmere ich mich um dich. Ich werde später, wenn man Super Saiyan und so weiter hat, wird es auf jeden Fall ein bisschen leichter. Sehr schön, das läuft. Wir dürfen nur kaum Leben bei ihm verlieren, weil nachher kommt ja noch dieser Dinge. Der Schimpanse. Und den müssen wir fertig machen. Du Arsch, wie kannst du da noch eine Fähigkeit einsetzen? Ich wollte dich gerade treten. Boah, das war knapp. Wieder keine Chance gegen die Kombo. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Kombo gefunden, wo der Gegner überhaupt gar keine Chance hat.
Ja, armer Stein, würde ich mal sagen. Weil man hätte im Tutorial ruhig mal sagen können, dass man es anvisieren muss, oder? Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Oh, Yangchu. Ich kann leider nicht mehr helfen. Verwende ruhig meine Energie. Ja, cool, danke. Wieso nicht? So, 10 Minuten haben wir noch. Wir beeilen uns mal ein bisschen jetzt. As a Saiyan yourself, you should know exactly what will happen if you fight it. Was zum... Wie einfach nicht bis zu mir gekommen ist. Hahaha, ich war schneller als er. Ah, oh, du kleine Lappen-Vegeta. So, richtig schön in den Rücken. Ich meine, das macht kaum Schaden, aber besser als nichts. This is getting annoying. So, einmal ausgewichen. Und schnell wieder hin da. Nein, ich hasse dich. Oh, ich bin ausgewichen. Habt ihr das gesehen? Ich bin OP. Ah, ich glaube, wir brauchen mindestens 2 Punkte, ne? Das kannst du immer noch nicht einsetzen. Ah, du Lappen. Och Mann, scheiß Timing. Irgendwann kriege ich das nicht so hin, dass ich das perfekt timen kann. Oh, das war close. Würde ich mal gerade behaupten. Jetzt verreck! Geht doch! This is pathetic. Warnung. Neuer Feind. Oh, sie sind zurück. Jetzt müssen wir gegen beide. Erhalten Fähigkeit. I am the strongest Saiyan this world has ever known. Was haben wir denn für eine Fähigkeit bekommen? Oh oh. Ich muss hier weg. Okay, wir kümmern uns am besten zuerst um Raditz, der ist nämlich der Schwächste. Oh, jemand ist stärker als ich. Ach, Vegeta hat das bekommen. So, sehr schön. Wo ist der nächste? Okay, Nappa. Au, au, au. Na komm, Kleiner, komm. Bam, bam. Ja, jetzt habe ich die Kombo richtig hinbekommen. Ach, wie geht er? Ein bisschen Spinner. Okay, zum Glück bin ich da rausgekommen. Alter, kannst du dich mal verpissen von mir? Ich will mich um Nappa kümmern. Der ist immerhin fast tot. Alter, wie geht er? Wie du mich ankotzt. Nein, ich will Nappa. Ich will Nappa. Da, der ist Nappa. Genau deswegen. Fähigkeit erhalten. Okay, und Vegeta muss ich nicht besiegen. Interessant. Quest mit ultimativen Finisher freigeschaltet. Okay. Levelaufstieg. Mr. Satan, Abzeichen ungewöhnlich. Ja, das ist schön. Naja, okay. Explosionswelle, Armcrash und Brecherangriff. Werden wir gleich mal ausprobieren. Einfach nur um zu gucken, wie cool das aussieht. Und wie nützlich es sein kann. Steht natürlich aus der Frage. Oh, hallo Piccolo. Ich komme euch gleich um dich, ja? Anpassen. Okay, schade. Hätte mich gefreut. Fähigkeiten ändern. So, wir tauschen mal die Meteor Crash mit Arm Crash.
Doppelsonntag mit. Ist so. Kann gar nicht alle lernen. Na gut, dann nicht. Ah. Okay. Löse eine mächtige Explosion aus und lass deine Gegner taumeln. Okay, löse eine mächtige Explosion aus und wirf deine Gegner direkt nach oben. Oh, wieso nicht? Hm. Die Meister sind mächtige Kampfsportmeister der Geschichte. Du wirst Gelegenheiten haben, viele davon in Tokitoki-Stadt zu sehen. Sprich mit den Meistern, wenn sie deine Stärke schätzen, nehmen sie dich als Schüler an und trainieren dich. Ach, nett. Erstens, du bist jetzt jemandes Schüler. Zweitens, setze den ultimativen Move ein, den dein Meister dich gelernt hat. Erfülle diese Bedingung, um die Z-Hilfe zu aktivieren. Die Z-Hilfe überträgt die Seele deines Meisters auf dich und stärkt deinen Angriff. Okay, okay. Mein Training ist hart. Es könnte sein, dass ich dich versehentlich töte. Glaubst du, ich mache Spaß? Früher war ich ein Dämon. Jetzt entscheide dich. Willst du mein Schüler sein? Ja, wieso nicht? In Ordnung, dann lass mich deine Entschlossenheit mal testen. Kämpfe gegen mich und zeige mir deine Stärke im Kampf. Du kannst jetzt nicht aufgeben, das ist, was du wolltest. Dafür bringe ich dir eine spezielle Fähigkeit bei, wenn du mich besiegst. Wachse und stirb. Achso, wachse oder stirb. Fühlst du dich jetzt motiviert? Wachse und stirb. Fühlst du dich jetzt motiviert? Gib alles, was du hast. Das soll nicht langweilig werden. Und jetzt los. Okay. Wir sollen Piccolo ein bisschen schwächen. Geht klar. Wir haben neue Fähigkeiten, von denen ich keine Ahnung habe, macht aber nichts. Okay. Start. Now, show me your power. So, was haben wir da? Y. Wollen wir das mal testen, ne? Ja, nett. Ha, ich bin hinter dir. Nein. Oh, fuck. So, ich muss kurz gucken, was wir noch haben. Böser Strahlangriff, war das das? Hold it. I know how strong you are already. Okay. Z, sauber. Bam, gegeben. Level Low Steak. Energiekapsel. Superangriff. Böse Sprengung. Das reicht. Trunks hatte recht, du hast Potenzial. Wie? Du willst wissen, ob ich wirklich versucht habe, dich zu töten? Bluff. Ich muss sehen, dass du den Kaioshin der Zeit nicht runterziehst. Ich habe deine Stärke getestet. Du hast fürs Erste bestanden. Ab heute bist du mein Schüler. Ich werde dich nicht schonen. Die böse Sprengung ist umso stärker, je länger du sie auflädst. Aber vergiss nicht, eine neue Fähigkeit alleine macht dich nicht stärker. Wie stark eine Fähigkeit auch ist, wenn sie nicht trifft, ist sie nutzlos. Meistere die böse Sprengung im Kampf, dann zeige ich dir mehr. Wenn du stärker bist, kämpfen wir erneut. Übe so lange echte Kämpfe. Okay. Hm. Blablabla. Hm. Nein, ja, verpiss dich. Hm. Nein! Ich hasse dich. Okay. Dann müssen wir die Fähigkeit auch einsetzen, ne? War das ein ultimativer Angriff? Ne, das war ein super Angriff, ne? Böse Sprengung. Okay. Werden wir mal testen. Online-Kämpfe? Wo bin ich gerade? Ich bin auf der falschen Station. Shit. Muss da hinten hin. Ganz schön entspannte Musik, ne? Was bist du denn für einer? Wie klein bist du denn? Pff. 90.000 kostet der alte Schwede. So ein kleiner Spinnerei. So, bitte wähle eine Quest.
Das machen wir doch. Das machen wir doch. Explosion und Mission, bitte. So, ich nehme mich mit. Wie geht das recht stark? Vielleicht mal jemand anderen? Ja, okay. Nehmen wir mal Krillin mit, ne? Ich meine, der hat auch keine Nase, das passt schon. Besieger Vegeta werf, okay. Ich meine, der wird ja wohl zu treffen sein, oder? Unleash your power! This is a dangerous opponent. Great. But I'll show that I can still fight! You really think you stand a chance against the mighty Vegeta? Sehr schön. Ach verdammt, ich wollte es gerade einsetzen. Oh, da habe ich ihn blockiert, ey. Sehr schön, ich habe es getroffen. Mal gucken, was mein Meister gleich sagen wird. Was zum... Ach so. Die Reichweite erhöht sich auch. Au, au, ist ja gut, Vegeta. Okay, der hat jetzt... Der hat irgendwas gegen mich. Der hat jetzt irgendwas gegen mich. Okay. Ah, Reichweite und so, ne? Bin schon dran gewohnt mit anderen Fähigkeiten. Ich, oh Gott, bin ich dämlich. Habt ihr jetzt gesehen, wie ich reingesprungen bin? Ich bin ein gottesverdammtes Genie. Sehr schön, nochmal getroffen. Aber ich meine, da kann man nicht verfehlen, ne? Ach, kannst du mal aufhören damit? Warte, wie konnte man einen grabben? Ich war gerade am Lernen, Mann! Ich war gerade am Lernen. Ach so, hat das funktioniert, okay. Da stelle ich doch nicht wieder in den Weg. Okay, so konnte ich ihn. So konnte ich es abbrechen, Freunde. So konnte ich es abbrechen. Uiuiui. Was jetzt? Ach so, rosa Pflanzenmann. Okay. 1 vs 1, rosa Pflanzenmann. Oh Gott, ich habe nicht mehr viel Leben. Ich muss aufpassen gegen ihn, ey. Was ist mit mir passiert? Keine Ahnung. Ich kann gerade nichts einsetzen, oder? Doch. Na komm, machen wir den Kurs mal kaputt. Ich weiß nicht, warum ich so komisch lila bin. Bin irgendwie krank oder so anscheinend. Ich stand doch gerade sehr krumm. Ach, da sollen wir rein, okay. Ich habe irgendwie so eine Art Debuff abbekommen, ne? Ja, ich habe einen Debuff. Besiegen wir erstmal den gelben Pflanzenmann hier. Zuerst die Schwachen und dann die Starken, ne? Warum stehe ich immer so krumm? Oh, hi! Wann geht mal der Debuff weg? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay. Dann halt nicht. Ach, wie das ist. Das ist so eine unfaire Fähigkeit, man kann ihn einfach währenddessen nicht treffen. Okay. Ist gut, Raditz. Krankheit, bitte weg. Okay. Was jetzt?
Berge. Okay, gehen wir zurück zu den Bergen. Was anderes bleibt uns hier gerade nicht übrig. Aha. Alter, lass mich in Ruhe. So, besiegen wir erstmal den Pflanzenmann hier, ne? You dare defy me, Nappa? Have you gone mad? You may have been. So, das war Pflanzenmann Nummer 1. Und der. Ja, gut, der Grüne hat sowieso nicht mehr viel Leben. Wie zum Teufel habe ich den nicht getroffen? Oder habe ich den getroffen? Ich weiß es gar nicht. So, Nappalei. Au, au, au. Oh Gott, ich hasse das, wenn ihr das macht, ne? Aber auf jeden Fall gleich nicht mehr viel Leben übrig. Ich muss gleich mal ein bisschen überlegen, wie ich das hinkriege. Ganz billig. So sieht's aus. Damn it! Na gut. What yet? What yet? The form disgusts me, but I'll transform into a great ape and crush them! The power of a Saiyan ape is beyond anyone's imagination! Neuer Feind. How's that? Now this is the end! Okay. Werden wir gleich mal sehen, Kollege, werden wir gleich mal sehen. Können wir den Schwanz anvisieren? Können wir ja. Was zum... Ich habe natürlich wieder den falschen Knopf gedrückt, ne? Ich habe dieses Fliegen nicht unter Kontrolle. Jetzt gib mir deinen Schwanz. Danke. Ja, irgendwie funktioniert das nicht so wirklich, ne? Schlagen wir einfach zusammen, komm. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr viel Leben. Alter, ich bin ausgewichen. Oh Gott. Haben wir noch irgendwie... Wir haben noch eine Aura-Kapsel, ne? Okay. Schlagt ihn zusammen, Jungs. Immer schön drauf da. Immer schön auf den Kopf. Und Bärm. Nein, nein, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Vegeta hat auch irgendwas aktiviert. Der andere Vegeta schlägt nach Fliegen. Ich take hier mal nix, ja. Ah, das bringt nichts, wir müssen ihn zusammenschlagen, ey. Oder irgendwie an seinen Schwanz rankommen, aber das ist mir jetzt zu gefährlich, ich hab kaum Leben. Okay. Wie sieht er mich an? Ich weiß es nicht, ich hab Angst. Er guckt auf mich! Oh gut. Holy shit! Okay Jungs, schlagt ihn zusammen! Alles was ihr habt! Nein! Es hat einfach nicht gereicht. Scheiße, ich hänge in der Ecke. Holy shit! Nein! Ah. Oh, ich werd wiederbelebt. Ich werd wiederbelebt. Ja. Ich hab den Buff nicht mehr. Beweg dich.
Holy shit. Okay. Oh oh. Krillin? Vegeta? Wo ist Vegeta? Ach, das ist er. Kapsellandeplatz? Ach so, das ist ein Ort, ne? Na gut, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben auch kein Leben. Gehen wir mal kurz dahin, um zu sterben. Ach du Scheiße, guckt euch das Leben wohl von mir und meinen Verbündeten an. Wer kommt? Wer bist du denn? Okay, den können wir besiegen. So wieder so ein komischer NPC-TV. Komm, komm. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt kommt irgendwas Fettes. Aber kommt nichts Fettes. Komm, 1 vs 1. Ach, was macht er denn da? Jetzt heißt er plötzlich Endmund. Ist er nicht vor Krillin? Ach doch, Krillin ist bei uns, ne? Stimmt ja. Okay, KO. Geschärft! Ja, erhalten Schlüsselobjekt. Mhm. Incredible. What? Absolutely incredible. Okay. Was ist ein Schlüsselobjekt? 5-Sterne-Ball. Sehr nice. Ach, das war dieses Ausrufezeichen. Ah, ich verstehe. Spannende Geheimnisse der Welt und Mutbeweis oder so. Okay. Wie bist du denn, Kollege? Hat der echt einen Afro? okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ein bisschen einkaufen, ein bisschen shoppen. Und haben wir genug Kohle? Wir haben genug Kohle. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder und vielleicht sogar noch ein paar Fähigkeiten anpassen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.